Mann, da schlucken wir jetzt natürlich wie die Spechte, ne? Ist aber auch klar, der Skill braucht 32 Mana. Lang gerade ein 9-mal casten ist unser Mana leer. Aber wir haben ja gleich wieder Level Up. Dann haben wir wieder ein bisschen ein paar Mana-Punkte mehr. Die ganzen Stats steigen auch dementsprechend ein bisschen hoch. So. Spinnen haben wir schon fertig, ne? Spinnengifte haben wir. Und die Spinnengiftproben haben wir auch. Das ist aber die sogar schon fertig. Fledermäuse müssen wir ja nur so kloppen. Für die Dailies. Spinnen kloppen wir jetzt natürlich weiter. Da wir immer nur 5 für eine Daily brauchen, nehme ich die jetzt natürlich mit, da wir dann dementsprechend die Dailies auch schneller voll haben. Und da wir dann vermutlich nächste Aufnahmesession, muss ich mal noch gucken, eine Farm-Session draus machen, werde ich auch mal gucken, dass wir... So, da hast du dein Mana. Dass wir bis dahin natürlich auch die Dailies voll kriegen für die nächste Aufnahmesession. Und ich dann direkt hier 10 Dailies raushämmern kann. Ich werde das dann so machen, dass ich die Dailies schnell abgebe. Dann kurz einen Aufnahme-Cut mache. Und dann ab dem neuen Cut dann anfangen farmen. Und das dann auch die Speed-Folgen dann dementsprechend gibt. Also für mich ist es gerade mit dem Rendern und allem... Nee, nicht den dämlichen Scheißfrosch hier. Für mich ist es gerade mit dem Rendern und allem wesentlich leichter, wenn ich dann einfach einen kurzen Cut mache. Da ich das Ganze eh nachkommentiere, ist es im Prinzip eh Banane. Ob das jetzt 5, 6 oder 12 Cuts sind, da ich das dann eh zusammenschneide. Und gerade mit den Speed-Folgen, da ist es dreimal egal. ja, weil wie gesagt, läuft eh alles schneller dann. Da fällt das nicht so ins Gewicht, wenn dann zwischendrin mal ein Schnitt ist. Und außerdem ist es da dann primär eigentlich auch egal, ob das mehrere Cuts sind, da drin eher hauptsächlich nur gesammelt wird. Also von daher, ja, ist es nicht so penetrant wichtig jetzt, dass alles zusammen in einem Stück ist hier. So. Also gleich als kleine Info noch, vorab habe ich bisher jetzt noch nicht erwähnt, will ich aber unbedingt noch loswerden, ist noch ganz wichtig. Ich werde absolut gar nichts offscreen machen. Und zwar wirklich gar nichts. Das Einzige, das mit der Gilde vorhin habe ich offscreen gemacht, ja, aber aus dem einfachen Grund, weil es erstmal viel Schreiberei gibt, bis man überhaupt auch nur ansatzweise die Chance hat, in eine halbwegs vernünftige Gilde mit einzusteigen. Die Leute wollen dich dann auch ein bisschen kennenlernen, du willst die Leute kennenlernen, willst nicht in irgendeine 0815-Gilde einsteigen, wo denn jeder meint, er wäre der Prinz auf der Erbse und dich hier gleich dumm von der Seite anmacht. Du musst auch erstmal abklären, ob das überhaupt geht, da du ja Let's Player bist, ob das in Ordnung ist, dass du eben nicht jeden Tag, jeden zweiten Tag on bist, beziehungsweise sein kannst, da du ja auch auf Vorrat aufnimmst, du auch noch sowas wie ein Real Life hast, auch noch arbeiten gehst nebenher. Weißt du, so eine Geschichten. Das sind alles Dinge, die muss man im Vorfeld erstmal geklärt haben. Das mit der Gilde, dass die Leute für ihre Gilde suchen, das hat sich eigentlich durch Zufall ergeben. Keine 5 Minuten, nachdem ich eingeloggt war in Game, als ich hier den Char erstellt hatte. Mal kurz hier das ganze Interface und alles eingestellt, damit ich das nicht alles noch machen muss. Habe ich direkt gelesen, dass die Leute für die Gilde suchen. Also sie wollen eine Gilde komplett von Grund auf aufbauen. Da habe ich angeschrieben, wie sieht's aus, hättet ihr Zeit, Lust, pipapo. Da haben sie gemeint, prinzipiell, klar, logisch, kann man machen. Ist auch kein Problem, dass wir jetzt nicht hier jeden Tag online sind. Was allerdings haben wollen, würden, dass man öfters mal in Teamspeak mit drin ist. Habe ich gesagt, ist prinzipiell auch kein Problem. Kann man ja ins Let's Play mit einbauen, ist ja gar kein Thema. Hat man auch mal ein paar Leute mit dabei. Jetzt aber gerade zu Beginn habe ich ihm dann gesagt oder ihn drum gebeten, dass wir das anfangs mal noch lassen mit dem Teamspeak, da ich halt doch noch viel am Erklären bin auch.
Und dann hättest du entweder alle 3 Sekunden eine Unterbrechung, weil dir irgendeiner ins Wort fällt, oder du müsstest eine halbe Stunde lang den Teamspeak beackern, weil du so wie jetzt, wie hier gerade, permanent am Quatschen bist. So. Stoffhosen. Oh, mehr Rüstung. Ne, warte mal, physische. Ja, genau dieselbe wie meine. Okay. So. Oh, plus 4 Intelligenz. Zack, hingeklappt damit. Gib wieder mehr Damage. So, Leder, Kette, gut, können wir uns alles schenken. Päckchen können wir mal wieder auspacken. Rüstungs- und Waffenstein können wir später gebrauchen. So, scheiße auf die Mehrrüstung. So, was willst du denn hier? Auf die Schnauze hier. So, siehst du, direkt mal wieder 2 umgehustet. Wie sich das gehört. Okay, so. Also wie gesagt, ich will jetzt mal gucken, wir machen nebenher mal noch die Dailies jetzt schön voll, gerade für die nächste Aufnahmesession. Dann kann ich ja direkt einloggen, oder in dem Fall ja dann weitermachen, da wir ja nicht ausloggen. Weitermachen, Dailies raushauen, wieder einen kurzen Cut machen und dann anfangen farmen gehen. Damit wir uns gleich ein paar schöne Vorräte aufstocken können. Das Ganze dann auch über die Warteliste abarbeiten. Das werde ich euch mal bei Gelegenheit dann noch zeigen. Ja, BKs sind wohl fertig, so wie es aussieht. Da gratulieren sich schon die Leute. Gratulieren sich schon zu einem guten BK, also Belagerungskrieg. Mal gucken. Achso, jetzt haben wir ja schon komplett hier. Siehst du, voller Toiletter. Gut, Käfer müssen wir aber noch ein paar dreschen. Die will ich jetzt auf jeden Fall in der Aufnahme hier noch zusammenklöppeln. Also wenn wir die Käfer komplett haben, schmeiß ich hier alle Dailies raus. Guck, dass wir alle 10 voll haben. Also abgeben zumindest. Da sind wir wieder zurück. Ich habe mich, sorry für den kleinen Cut jetzt zwischendrin auf einmal, da hat aber mir jetzt die Aufnahme abgebrochen. Ja, hat meine Aufnahme jetzt gerade tatsächlich abgebrochen. Habe mich eben noch gewundert, warum es auf einmal jetzt hier so richtig schnell läuft. Bis ich mal auf meine Frameszahl geguckt habe und gesagt habe, ja, da kann irgendwas nicht passen. Jetzt habe ich eben gesehen, Fraps hat die Aufnahme gecuttet, weil die der Lag die Unterbrechung jetzt zu lange gedauert hat. Hat er mir jetzt einen Schnitt reingemacht. So, Musik hängt wieder hier. Dämlicher Musikplayer findet wieder irgendwas nicht angeblich. Also sorry für den kleinen Fail jetzt. Dies ist jetzt aber leider nicht vermeiden. So. Jetzt hoffe ich nur, dass wir die 10 Dailies voll kriegen. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also zumindest die Dailies jetzt für diese Aufnahme will ich auf jeden Fall voll machen. Zur Not müssen wir in nächster Aufnahme noch ein paar Quests zusammenklöppeln, dass wir noch ein paar Dailies haben. Damit wir dann für die Farming-Aufnahme die 10 Dailies auf jeden Fall auch raushauen können. Es wird natürlich nicht immer funktionieren. Dessen solltet ihr euch bewusst sein. Es kann einfach nicht immer funktionieren, dass wir für jede Aufnahme 10 Dailies voll kriegen. Aber ich will es wenigstens versucht haben, dass wir für die Aufnahmen die Dailies alle vollhauen können. Weil, ach, jetzt habe ich 1 zu viel, siehst du. Ja, wie gesagt, Dailies geben immer schön extra Punkte. Und, ja, die haben auch Verteidigung. Die würde ich ungern ungenutzt einfach wegschmeißen. So, jetzt fehlt noch genau ein Spinnengift, dann hätten wir noch eine Daily Fall. So, eins können wir hier wegnehmen. Löschen. Oder wir machen die nächste Aufnahme noch unsere 10 weiteren Dailies voll und gehen dann danach die Farming Session machen. Müssen wir mal noch gucken, können wir uns ja eigentlich
ziemlich kurzfristig entscheiden, wie wir das handhaben wollen. Wir sind da ja an nichts gebunden, ist ja ein endlos LP. Also ich glaube, wir werden niemals den Status erreichen, dass wir hier wirklich alles durchgequestet, durchgekloppt kriegen. Alle Titel, alle Quests, pipapo und hast du nicht gesehen, erreichen werden. Es wird immer Dinge geben, wo wir verschieben müssen oder sonstiges. Und deswegen, ich mache mir da keine Sorgen, wir werden da, aber wir haben ja Zeit, das ist wie gesagt ein endlos LP, wir haben da Zeit, wir müssen da nicht in 5 Folgen hier schon auf Stufe 70 sein oder sonst irgendwas, wenn es halt eben mal 6 Folgen dauert, nein, natürlich, wir nehmen uns die Zeit, egal wie lang es dauert, Und ja, solange wir brauchen, da machen wir uns gar nicht verrückt. So, Spinnengift, oh ja, 200 Gold, 132 EP, ist nicht ganz verkehrt. Daily können wir noch 4-mal rauskloppen. Ach guck mal, da sitzt ja direkt nebenan der Arzt. Sehr gut. Wölfe, gibt schon die nächsten Dailies. Keilerhauer sind auch die nächsten. Bärenklauen, siehst du, da haben wir doch noch eingesammelt. Wie viel haben wir da? 10 Stücke? Ah, zack, haben wir direkt wieder 2 Dailies. Perfekt. Ich habe die 10 voll gemacht, weil ich dachte, wir brauchen 10. So, Spinnengift. So, jetzt haben wir noch 3 Dailies von dem Spinnengift. Dann haben wir schon mal 7 Dailies voll. Sehr gut. Da das nicht so weit weg ist, lohnt sich das Hin- und Her-Gelatsche. Das können wir uns durchaus geben. Zum einen eben wegen Goldaspekt. Jetzt haben wir schon 6k Gold zusammen. Zum anderen natürlich, dass wir die Dailies immer voll haben. Des Weiteren auch wegen den EPs. Ist nie verkehrt. So. Ach guck mal, die Dailies zählen auch zu den abgeschlossenen Quests. Ist ja ulkig. Wusste ich jetzt gar nicht. So, jetzt haben wir die Quests voll. Okay, dann schmeißen wir die Spinnengift-Quests jetzt hier mit raus. Da wir jetzt schon die etwas höheren Quests kriegen. Die haben wir ja noch. Dann hier mit den Hauern und den Wölfen, da haben wir jetzt auch schon höhere Quests. So können wir dann immer distanzieren. So, nicht Oma Suppe. Na, wo ist er denn? Der hat auch noch eine Quest hier. Fertig. So, zack. Der Käfer. Hä? Wir haben doch noch eine Quest gekriegt hier gerade. Warte mal, die Dailies ja gerade mal rausschmeißen, dass wir wieder Platz haben. So, zack. Während glaube ich täglich können wir direkt nochmal rausschmeißen. Da haben wir 9 Dailies schon fertig, siehst du? Können wir eine Daily sogar direkt aufheben für die nächste Folge schon. Käfer und die Fledermäuse haben wir noch fertig. Zack. Sehr schön. Somit haben wir unsere Dailies für heute komplett. So, Ringe können wir 2 tragen. Geschicklichkeit brauchen wir nicht. Schöne Accessoires hier. Magische Angriffskraft, physische Angriffskraft. Physisch können wir verkaufen, brauchen wir nicht. Magische können wir mal aufheben. So. Also, 9 Dailies haben wir. Eine können wir noch raushauen. Eine hauen wir auch noch raus. So. So, nee, aber ich bin doch gar nicht an den Briefkasten. Wo müssen wir denn hin hier? Ach, zum Bürgermeister wieder? Ja. So. Zack. Und damit haben wir unsere 10 Dailies voll. Sehr schön. Und eine Daily sogar schon für den nächsten Tag übrig. Finde ich sehr gut. So. Hier kriegen wir jetzt mal ein paar Quests für Musikinstrumente. Da müssen wir jetzt aber erstmal viel sammeln gehen für. Deswegen werde ich die Quests auch direkt aus dem Quest-Ticker rausschmeißen, beziehungsweise wenn sie auftauchen, dann direkt wieder rauskicken. Aber wie gesagt, ich will versuchen, alle Quests zu machen, die es gibt. Alle Quests, die wir kriegen. Deswegen nehme ich die jetzt auch direkt mal an. Aber halt das Thema. Die werden dann immer wieder rausfliegen. So.
Ach ja, guck mal, jetzt können wir keine DLS mehr annehmen, weil wir unsere 10 voll haben. Aber so ist es ja gedacht. Und eine Daily haben wir jetzt, wie gesagt, auch direkt schon für den nächsten Tag. So, was brauchen wir da? Schöne Halskette, Käferaugäpfel. Schade, hätten wir die Käferquest abgeben können, ne? Dann hätten wir direkt für den nächsten Tag. So. Also nächste Aufnahmesession werde ich dann morgen machen. Also Aufnahmetag jetzt morgen gerechnet. Ich kann jetzt hier noch ein paar Dailies vollkloppen. Aber